Die NASA setzt seit Jahren neue Maßstäbe in der Weltraumforschung und schickt Teleskope in den Orbit, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Aber keines hat so viel Aufmerksamkeit und Erwartungen auf sich gelenkt wie das James Webb Weltraumteleskop. Trotz seiner astronomischen Kosten und langen Verzögerungen wird das JWST als bahnbrechend für astronomische Beobachtungen gepriesen. Und jetzt hat es eine verblüffende Entdeckung gemacht, die die wissenschaftliche Gemeinschaft schockiert hat. Das JWST hat etwas entdeckt, das unserem Verständnis des Kosmos widerspricht und das so verblüffend ist, dass es als Warpblase bezeichnet wird. Aber was genau ist eine Warpblase? Was hat das JWST gefunden? Und vor allem, sollten wir uns fürchten? Schnallt euch an, wenn wir die faszinierenden Erkenntnisse dieses hochmodernen Teleskops erkunden, die euch vielleicht alles in Frage stellen lassen, was ihr über das Universum zu wissen glaubt. Die Weiten des Weltraums bergen endlose Wunder und Geheimnisse, von fernen Galaxien bis hin zu rätselhaften schwarzen Löchern. Unsere Spezies wird von Neugierde getrieben und ist begierig darauf, die Geheimnisse des nahen und fernen Universums zu entschlüsseln. Gibt es dort draußen andere intelligente Wesen, die unsere eigene Intelligenz übertreffen? Könnte es einen fernen Exoplaneten geben, auf dem es von Leben wimmelt? Die Weiten des Weltraums stellen jedoch ein gewaltiges Hindernis für die Erforschung durch den Menschen dar, denn die Entfernungen sind unfassbar groß. Selbst der relativ nahe gelegene rote Planet Mars erfordert eine waghalsige Reise durch die unwirtlichen Tiefen des Weltraums, für die die Freiwilligen von Elon Musks Kolonisierungsprojekt mindestens 5 Monate brauchen. Und das ist nur der Anfang. Stell dir vor, du möchtest Proxima B besuchen, den der Erde am nächsten gelegenen bekannten Exoplaneten. Er ist schwindelerregende 4,24 Lichtjahre entfernt, was einer Entfernung von 40 Billionen Kilometern entspricht. Mit unserer heutigen Technologie bleibt sowas reine Fantasie. Aber schreckt das unseren Entdeckergeist ab? Nicht im geringsten. Trotz der scheinbar unüberwindbaren Entfernung haben wir raffinierte Wege gefunden, um diese Himmelsobjekte aus der Ferne zu studieren. Hier kommen die Teleskope im Weltraum ins Spiel, unsere mächtigen Augen im Kosmos. Auch wenn wir nicht in der Lage sind, diese fernen Wunder physisch zu erreichen, können wir unsere Instrumente aussenden, um sie zu studieren und ihre Geheimnisse zu lüften, indem wir aus der Ferne in die Tiefen des Universums blicken. Und so unglaublich das berühmte Hubble-Teleskop auch ist, die NASA treibt die Innovation immer weiter voran, indem sie neue Satelliten startet und neue Wege findet, sich die Geheimnisse des Universums zunutze zu machen, darunter auch das unfassbare Konzept des Warp-Antriebs. Das JWST ist ein Meilenstein, denn es erlaubt Wissenschaftlerinnen, weiter in die Vergangenheit zu blicken als je zuvor, um die Ursprünge der Sterne zu erforschen, ganz dicht am Entstehungszeitpunkt des Universums. Mit seiner außergewöhnlichen Weitsicht ist das JWST 100 Mal leistungsfähiger als Hubble und ermöglicht es uns, tiefer in die Geschichte des Universums einzutauchen, bis auf 330 Millionen Jahre an den Urknall heran. Aber wie ist das JWST in der Lage, Milliarden von Jahren in die Vergangenheit zu blicken? Die Antwort liegt in der Reise des Lichts, denn entferntes Sternenlicht, welches Milliarden von Jahren gereist ist, erreicht uns irgendwann. Diese kosmische Zeitkapsel enthüllt uns die Geheimnisse von Sternen, die Äonen zurückliegen und Billionen von Kilometern entfernt sind. Auch wenn einige dieser Sterne schon längst erloschen sind, hat die NASA bereits eine aufregende Liste der ersten Bilder enthüllt, die die beeindruckenden Fähigkeiten des JWST zeigen werden. Zu diesen faszinierenden Bildern gehört der Carina-Nebel, eine atemberaubende Gas- und Staubwolke, die etwa 7600 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt und mit leuchtenden Sternen geschmückt ist, die unsere Sonne zu einem Zwerg machen. Und dann ist da noch Stevens Quintett, ein faszinierender Galaxienhaufen, der Millionen von Lichtjahren entfernt ist und in dem 4 der 5 Galaxien einen kosmischen Tanz vollführen, wobei ihre Gestalt durch die Gravitationskräfte ihrer himmlischen Gefährten verformt wird. Doch damit nicht genug der Ehrfurcht. Das JWST hat auch atemberaubende Bilder von SMAX-0723 aufgenommen, einem einzigartigen Galaxienhaufen, der das Licht von weit entfernten Objekten hinter sich verzerrt und vergrößert, was es dem Teleskop erlaubt, selbst die schwächsten und am weitesten entfernten Galaxien zu erkennen. Hier brilliert das JWST wahrlich und enthüllt die Geheimnisse des Universums auf eine Weise, die man sich zuvor kaum vorstellen konnte. Doch inmitten all dieser erstaunlichen Entdeckungen taucht am Horizont das Konzept der Warpblase auf, das unser Verständnis von Raum und Zeit zu revolutionieren droht. Um die Feinheiten einer Warpblase zu verstehen, sind allerdings fortgeschrittene mathematische Kenntnisse erforderlich und die Auswirkungen dieses bahnbrechenden Konzepts sind geradezu umwerfend. Mach dich also darauf gefasst, dass das JWST und seine unglaublichen Fähigkeiten unsere Wahrnehmung des Kosmos verändern und neue Grenzen in unserem ewigen Streben nach Wissen auftun werden.
Stell dir vor, du surfst in einer Blase durch den Weltraum, in der sich Zeit und Entfernung deinen Willen beugen. Das ist das verblüffende Konzept einer Warpblase, eine Tasche mit kontrahiertem Raum vorne und expandiertem Raum hinten, die dich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit vorwärts treibt, ohne die Gesetze der Physik zu brechen. Das ist ein wahr gewordener Science-Fiction-Traum. Aber was hat es mit den Warpblasen auf sich? Nun, sie lösen ein großes Problem bei Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit, die Zeitdilatation. Wenn du schneller als das Licht reisen würdest, würde alles außerhalb deines Raumschiffs schneller altern und du könntest Jahre auf einem fernen Planeten verbringen, während für dich nur Stunden vergehen. Eine herzzerreißende Konsequenz, die dazu führen könnte, dass du dich von allem, was du liebst, verabschiedest, bevor du deine Reise antrittst. Hier kommen die Warpblasen ins Spiel, die Helden der Überlichtgeschwindigkeit. Im Inneren der Blase bleibt der Raum unverändert und die Zeit tickt normal. Eine Stunde, die du mit Warp-Geschwindigkeit reist, ist für alle anderen außerhalb der Blase nur eine Stunde. Es ist, als würdest du in deinem kosmischen Abenteuer vorspulen, ohne deine Liebsten zurückzulassen. Fans der kultigen Star Trek-Reihe kennen das Konzept der Warp-Reise bereits. In 10 Fernsehserien und 13 Kinofilmen seit der ersten Folge im Jahr 1966 sind die Charaktere in mächtigen Raumschiffen durch das Universum geflogen, haben ferne Planeten erkundet und mit außerirdischen Besatzungen kommuniziert. Im Mittelpunkt steht dabei der Warp-Antrieb, eine fantastische Technologie, die das Unmögliche möglich macht. Denn seien wir mal ehrlich, das Universum ist ein unfassbar weiter und seltsamer Ort mit kosmischen Entfernungen, die scheinbar unüberwindbare Hindernisse darstellen. Aber mit Warpblasen haben wir vielleicht eine Möglichkeit, die Sterne mit Geschwindigkeiten zu bereisen, die früher als unvorstellbar galten. Werfen wir einen genaueren Blick auf den geheimnisvollen Stern Proxima Centauri, der 4,5 Lichtjahre entfernt in den unermesslichen kosmischen Weiten funkelt. Selbst wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reisen könntest, bräuchtest du immer noch unglaubliche 4,5 Jahre, um ihn sicher zu erreichen. Aber leider ist das Licht selbst der ultimative Geschwindigkeitsbegrenzer und setzt der Geschwindigkeit, mit der wir reisen können, eine kosmische Grenze. Selbst mit den schnellsten Raumschiffen, die je gebaut wurden, würde eine Reise zu Proxima Centauri über 8000 Jahre dauern, sodass ein Aufenthalt in der Nähe der Erde die beste Wahl wäre. Die unerschrockene Crew des Star Trek-Universums hat sich jedoch nicht mit solchen Einschränkungen zufrieden gegeben. Sie entdeckten eine Lösung, die der konventionellen Physik trotzt und Langstreckenreisen in einem Bruchteil der Zeit erlaubt, mit dem legendären Torsionstriebwerk angetrieben von der beeindruckenden Warp-Antriebstechnologie. Durch das Biegen und Verdrehen der Raumzeit kann der Warp-Antrieb die Reisezeit zu fernen Sternen verkürzen, was ein faszinierendes und verblüffendes Konzept des Reisens darstellt. Das Konzept der Warpblasen, das der visionäre Physiker Miguel Alcubierre 1994 vorschlug, hat unser Verständnis von interstellaren Reisen revolutioniert. Stell dir vor, du komprimierst Raum und Zeit vor deinem Raumschiff und dehnst sie hinter dir aus. So entsteht eine Blase aus verzerrter Realität, die dich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit zu deinem Ziel bringt. Die Auswirkungen auf die reale Welt sind verblüffend. Mit Warpblasen könnte eine Reise zu Alpha Centauri, unserem nächsten Nachbarsternsystem, in nur einem Monat abgeschlossen werden, gemessen an den Uhren an Bord des Raumschiffs und in der Kontrollstation. Alles begann mit Alcubierre, einem brillanten Forscher, der an seiner Doktorarbeit über Einsteins allgemeine Relativitätstheorie arbeitete, als er auf eine Folge von Star Trek The Next Generation stieß. Inspiriert von den Darstellungen schwerer Massen, die Raum und Zeit krümmten, kritzelte Alcubierre Berechnungen auf ein Stück Papier und legte damit den Grundstein für einen bahnbrechenden Artikel, der die wissenschaftliche Gemeinschaft erschütterte. In seinem visionären Aufsatz skizzierte Alcubierre das Konzept der Komprimierung von Raum und Zeit, um eine Torsionsblase zu erzeugen, eine radikale Idee, die den Weg für nie dagewesene Möglichkeiten der Raumfahrt ebnen könnte. Alcubierres Warpblase hat jedoch einen Haken. Es ist nämlich alles andere als einfach, einen Warp-Antrieb zu bauen. Man kann den Raum nicht einfach mit normaler Masse aggressiv verbiegen. Man braucht etwas, das man exotische Materie mit negativer Schwerkraft nennt. Dieses Material haben wir noch nicht entdeckt, was die Machbarkeit des Warp-Antriebs in Frage stellt. Alcubierres Idee ist es, ein Raumschiff in eine Blase aus flacher Raumzeit einzuschließen und die Raumzeit um es herum zu verbiegen, um schneller als das Licht zu reisen. Doch damit das funktioniert, brauchen wir entweder eine negative Masse oder eine negative Energiedichte. Beides ist aber reine Theorie und wurde im Universum noch nie beobachtet. Die einzige Möglichkeit, die uns derzeit zur Verfügung steht, ist die negative Energie, aber auch das ist mit einigen Herausforderungen verbunden.
Die Erzeugung von negativer Energie erfordert eine gewaltige Menge an Masse, um ein Ungleichgewicht zwischen Teilchen und Antiteilchen zu schaffen. Wenn Teilchen und Antiteilchen in der Nähe des Warp-Antriebs auftauchen, fängt die Masse eines von ihnen ein, was zu einer negativen Energiedichte führt. Alcubierre schätzte, dass ein Warp-Antrieb mit einer 100-Meter-Blase die Masse des gesamten sichtbaren Universums erfordern würde, was eine unüberwindbare Hürde darstellen dürfte. Trotz dieser Herausforderung hat eine kürzliche zufällige Entdeckung von Harold White und seinem Team, die von der DARPA finanziert wurde, dem Warp-Antriebsenthusiasten einen Hoffnungsschimmer beschert. White und seine Kollegen führten gerade Experimente zur Energieverteilung in einem Casimir-Hohlraum durch, als sie auf ein System im Mikro-Nano-Maßstab stießen, das möglicherweise für eine echte Warpblase erforderliche negative Energiedichte erzeugen könnte. Mit anderen Worten, White und sein Team stießen unbeabsichtigt auf eine Struktur im Nanomaßstab, die eine echte Warpblase erzeugen könnte, genau wie Alcubierre es vorgeschlagen hatte. Durch die sorgfältige Analyse ihrer maßgeschneiderten Casimir-Hohlräume fanden sie eine herstellbare Mikrostruktur, die die erforderliche negative Vakuumenergiedichte erzeugen kann. Dieser Durchbruch hat dazu geführt, dass der ursprüngliche theoretische Entwurf inoffiziell in Alcubierre-White-Warp-Antrieb umbenannt wurde. Und er hat den Optimismus unter Forschern und Science-Fiction-Enthusiasten gleichermaßen neu entfacht. White glaubt auch, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er oder ein anderer Forscher ein Mini-Warp-Schiff entwickelt und testet. Er gibt jedoch zu bedenken, dass dies nicht bedeutet, dass wir kurz davor sind, einen voll funktionsfähigen Warp-Antrieb zu entwickeln, denn es gibt noch viel zu tun. Aber die bloße Aussicht darauf, dass die Menschen eines Tages in einer von Star Trek inspirierten Warpblase durch die Galaxie düsen könnten, ist schon aufregend und macht neugierig. Was hältst du von Warpblasen? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare und beteilige dich an der Diskussion über die Zukunft der Raumfahrt.